Ich beschäftige mich mit organischer Chemie oder wir kochen in unseren Laboren kleine Moleküle, auch große Moleküle im Sinne von Polymere. Und bei uns ist, wie gesagt, häufig bunt. Das sieht man von das Bild, was Sie hier hinter sehen. Das sind verschiedene Farbstoffe, die haben wir in unseren Laboren hergestellt. Erstmal werde ich mit einem kurzen Überblick über unsere Forschung anfangen und Ihnen gerne zeigen, was wir auch machen. Also wie gesagt, wir beschäftigen uns mit der Entwicklung von neuen Fluoreszenzfarbstoffen, überwiegend für biomedizinische Anwendungen. Es gibt auch andere Bereiche, in denen wir aktiv sind. Wir herstellen auch Polymere, die zum Beispiel als Träger benutzen. Wir benutzen es für Nukleinsäure. Da sehen Sie ein Beispiel, zum Beispiel ein Polymer, der sich in eine Plasmid-DNA umwandelt. Wir interessieren uns über die sogenannte Biokonjugation, oder das bedeutet, wie kann ich einen Farbstoff selektiv an einen bestimmten Ort, an eine Protein anbringen. Das ist häufig sehr wichtig, weil dann nur so können wir garantieren, dass die Funktion von der Protein erhalten bleibt. Und der letzte Gebiet, in dem wir arbeiten, bezieht sich auch in Richtung Farbstoffen. Aber da haben die Farbstoffe andere Funktionen als bei der biomedizinischen Anwendung, wo es in Richtung häufig Bildgebung geht. Hier geht es um die sogenannten Photosensibilisatoren. Das sind Lichtsammeleinheiten, also ähnlich so wie man bei den Pflanzen sieht, der Chlorophyll. Hier sind aber organische Farbstoffe, die das Licht zum Beispiel von der Sonnenlicht aufsammeln können, das an ein katalytisches Zentrum übertragen können und so eine bestimmte Reaktion steuern. Zum Beispiel eine Photoreduktion wie die photokatalytische Wasserspaltung. Aber wie schon vorher gesagt, ich bin von Farbe begeistert. Und das war für mich eigentlich die Punkt, warum ich angefangen habe, erstmal mich über Farbstoffe zu interessieren. Ich bin nicht die Einzige. Das ist etwas, was die Menschheit mit sich bringt und hat seit sehr langer Zeit. Also die ersten Gemälde, wissen Sie, es ist noch nicht geklärt, ganz genau wie alt sind die, aber wir gehen davon aus, dass diesen 1800 Jahre alt. Und das ist auch der erste Beweis, denken wir, von der synthetisch hergestellten Farbstoffe. Das war in diesem Fall eine Kohle, die man benutzt hat, um diese schwarze Farbe beizubringen. Und die Farbe in Pigmente sieht man in verschiedenen Anwendungen, hat man auch über die Jahre gesehen, die haben sich ständig entwickelt. Eine Seite war die Schönheitsseite, also wie kann ich das alles bunter machen? Also wir wissen, das Leben im Schwarz und Weiß, wird es nicht so bunt sein und nicht so schön. Deswegen sieht man heutzutage die Farbe in verschiedene Anwendungen. Und eine von den bekanntesten Anwendungen ist es, wie gesagt, ist die Gemälde. Und diese Gemälde können ganz einfache sein, so wie diese alte Beispiel von die Croton in Lascaux. Aber sie können auch die Gemälde sein von die alte Meister. Zum Beispiel eine sehr berühmte Bild von Vermeer, das Mädchen mit der Perlen. Ohrgehänge, das beinhaltet schon zwei wichtige Farbmittel. Das ist die sogenannte Gelb der alten Meister und einer der seltenen und der teuerste Pigment der Renaissance. Das ist der Ultramarin. Also der Ultramarin gilt als einer der teuersten Pigment. Das war gar nicht einfach, diese Pigment eigentlich sich zu besorgen. Und es war häufig die Aufgabe der Dienstherr, derjenige, der dieses Gemälde herstellt, das zu besorgen. Ansonsten war häufig gar nicht möglich, diese Farbe oder diese Gemälde zu machen. Wie gesagt, der Blau ist ein sehr, sehr berühmtes Beispiel. Die Farbstoffe oder die Farbmittel haben aber außer diese Funktion, diese schöne Farbe zu bringen, die haben auch andere Auswirkungen. Und diese Auswirkungen hat man mit der Zeit gelernt. Da hat uns die Geschichte gezeigt, dass es gibt nicht nur die schöne Seite von Farbstoffen oder Farbmitteln, aber es gibt auch die gefährliche Seite. Und wir müssen da erforschen, was genau beinhaltet ein Pigment, was da drin ist, hat das eine Wirkung. Eine sehr, sehr berühmte Pigmente oder Farbmittel, die man seit sehr langer Zeit benutzt,
ist die orangenfarbige Pigment, was Sie hier dargestellt sehen, der zwei Beispiele von einer auch sehr berühmte grüne Pigment oder grüne Farbe, der Sheo Green oder auch Paris Green genannt und der Bleiweißpigment. Warum sind die so berühmt? Also für, zum Beispiel für der Bleiweißpigment gab es für sehr lange Zeit keinen Ersatz. Also das keine andere Pigment könnte diese wunderschöne weiße Farbe bringen in eine Gemälde. Das haben viele Künstler benutzt. Das hat häufig haben die das aber nachher das Effekt beschrieben als der Künstlermelancholie. Heutzutage wissen wir, das ist keine Melancholie, aber eine Bleivergiftung. Weil der Ursprung von viele von diesen Pigmente, die so berühmt waren und eine sehr breite Anwendung gefunden haben, sind sehr toxische Substanzen. Also hier sehen Sie ein paar Beispiele. Blei, man sieht das Arsenit in das grüne Farbe. Das Uraniumoxid war derjenige, der verantwortlich war für diese strahlende orange Farbe. Und diese strahlende orange Farbe wurde sehr verbreitet für die Anwendung von der Keramikherstellung. Und Keramik meinte ich Geschirr. Also heutzutage findet man immer diese Fiesta, das nennt man Fiesta-Keramik. Das ist nicht natürlich mehr angewendet. Aber wenn Sie eine Geige Zeller nehmen, dann können Sie eigentlich die Radioaktivität da sehr schön vermessen. Deswegen hat sich das ganze Gebiet von Farbstoffmittel, Farbe und Pigmente weiterentwickelt, weil irgendwann war die Frage, wie können wir diese Pigmente oder Farbstoffe herstellen, dass die nicht gefährlich sind, dass sie nicht schädlich, nicht toxisch, aber trotzdem die Funktion erhalten bleibt. Und ich werde erstmal ein bisschen zurückgehen und zeigen, wie sieht das Konzept überhaupt von Farbe, warum sehen wir Farben? Also Sie wissen, um überhaupt Farben zu sehen, brauchen wir erstmal Licht, weil in Dunkelheit können wir keine Farbe sehen. Also das heißt, wir brauchen eine Wechselwirkung von das entsprechende Farbmittel oder Material oder Oberfläche mit Licht. Und diese Wechselwirkung kann in verschiedene Formen sein. Also man kann das Licht kann komplett absorbiert sein. Da wird ein Objekt schwarz aussehen oder das kann reflektiert sein, dann wird es weiß aussehen. Oder ein bestimmter Bereich von der Spektrum kann absorbiert sein. Da wird das Objekt diese entsprechende Farbe haben. Und hier wichtig für uns ist das sichtbare Licht. Das ist das Licht zwischen dem Bereich von 400 bis 700 Nanometer. Diese Konzepte über Farbstoffe und Farben, das ist wie gesagt, die Nutzung ist viel älter. Die Konzept, aber die erste Versuche, überhaupt eine Definition in dieses Gebiet reinzubringen, das ist nicht so alt. Das ist die erste Definition über Farbstoffe und Pigmente, datiert von 1850. Und das ist etwas, was ich auch gerne zeigen möchte, weil ich meiner Meinung nach, das ist sehr häufig verwechselt. Also es ist nicht klar, was ist Farbstoff, was ist Pigment, wird das häufig nur mit der Farbe in Verbindung gesetzt. Es gibt aber einen klaren Unterschied zwischen Farbstoffe und Pigmente. Allgemein, wenn wir uns angucken, die Farbmittel unterteilen wir normalerweise nach Farbstoffe und Pigmente. Den größten Teil von den Pigmenten sind anorganische Substanzen. Das sind häufig Oxide, das sind häufig, wie gesagt, Substanzen, die aus der Anorganik kommen. Wir arbeiten in dem Gebiet von der organischen Teil. Das ist ein kleiner Anteil von das gesamte Bild von den Farbmitteln. Aber das sind auch der größte Teil von Farbstoffe oder das sind die in diese Richtung, in dem wir arbeiten. Was ich auch mitgebracht habe, ist die zwei Definitionen. Erstmal über Pigmente und dann zweitens über Farbstoffe. Also ich habe das komplette Definition aufgeschrieben auf die Folien. Versuchen Sie jetzt nicht alles zu lesen oder zu verstehen. Ich werde gerne nachher bei Wünsch die Folien zur Verfügung stellen. Kurz zusammenzufassen, Pigmente sind Substanzen, Feststoffe, die nicht löslich sind. Das sind kleine Partikel. Deswegen sind auch die physikalischen Eigenschaften entscheidend von diesen Partikeln für die Farbe. Wie kann man leicht diese Farbe verteilen? Ist das etwas, das man benutzen kann, zum Beispiel für die Färbung von etwas? Die Farbstoffe im Gegensatz sind Molekülen, die löslich sind. Da werden wir häufig von Lösungen sprechen. Die werden auch in Lösung angewendet.
Wenn wir diese Unterteilung gemacht haben, ich werde mich überwiegend, wie gesagt, mit Farbstoffen beschäftigen. Das sind die löslichen Teile und das ist das organische Teil von alle Farbmittel also, oder kleine Moleküle. Die Farbstofftheorie, das würde erstmal von der 1870 oder über 1880 entwickelt von einem Herr Otto Nikolaus Witt. Der hat versucht, das ganze Gebiet sozusagen zusammenzufassen und die ersten Begriffe reinzuführen. Er hat sich mit die sogenannte Azofarbstoffe beschäftigt. Eine Struktur sehen Sie hier, das ist dargestellt. Und er hat einen wichtigen Begriff eingeführt, die man bis zum heutzutage sehr breite Anwendung findet. Das ist der Chromophor. Der hat damals gesagt, das ist eine chemische Gruppe, die für das Auftreten von Farbe in der Verbindung verantwortlich ist. Heute ist dieser Begriff ein bisschen schwammig geworden, kann man sagen, weil allgemein ist es, wird man sehen in vieler Literatur, Chromophor und Farbstoff ist auch häufig dasselbe oder wird es so benutzt. Der hat ein bisschen die Theorie entwickelt und dann sich angeguckt und dann verschiedene auch Begriffe angeführt, wie der Chromogen. Das kann man auch in manchen Büchern immer noch finden. Das geht um Substanzen, die an sich häufig entweder gefärbt sind oder die für die Anbindung von verschiedenen Farben zum Beispiel verantwortlich sind. Und dann hat er auch gesagt, es gibt die sogenannte oxochrome Gruppe. Das sind die Substituenten, die wir heutzutage benutzen, die Farbe von diesen Molekülen einzustellen oder die zu beeinflussen oder überhaupt die Eigenschaften von einem Farbstoff zu bestimmen. Von alle drei Begriffe ist es, wie gesagt, der Chromophor derjenige, die man am häufigsten heutzutage trifft. Diese Definitionen haben sich entwickelt, da haben sich verschiedene Forscher da beschäftigt, um zu zeigen, was geht, was nicht geht. Die ursprüngliche Theorie nehmen nicht in Betrachtung die anorganische Substanzen, die komplexe. Also das Gebiet ist sehr groß gewachsen. Die Substanzen, über die wir uns beschäftigen, die beinhalten die sogenannte konjugierte System von Doppelbindung, wie man hier sieht. Wenn wir diese konjugierte System erweitern, dann ändern wir die Eigenschaften, zum Beispiel die Wellenlänge, das verschiebt sich die Absorption. Ein berühmtes Beispiel ist der Beta-Carotin. Das ist ein orangenfarbenes Pigment, die man in Karotten findet. Was wir in unserem Labor machen und was wir uns beschäftigen, sind die sogenannten Rilen-Farbstoffe. Also hier sehen Sie Bilder von den Farbstoffen, was wir bei uns herstellen. Und die sehen so aus. Also das ist ein bisschen anders als die Strukturen, was ich Ihnen vorher gezeigt habe. Also es gibt nicht diese lange Reihe von konjugierten Doppelbindungen, aber die sind in eine Naphthalin-Grundgerüst verknüpft. Das ist der einzige und der kleinste Einheit, die wir bei der Perilene finden. Und dann bei der Anbringung von eine weitere bekommt man zu den ersten in die Homologen daher. Das ist der Perilen-Farbstoff, mit dem wir arbeiten. Hier auf die rechte Seite sehen die Absorption im Blau und die Emission von das Perilen-Farbstoff in Benzen. Also es ist ein organisches Lösungsmittel. Was wir benutzen, sind modifizierte Rilen-Farbstoffe. Und diese Modifikation machen wir chemisch. Das heißt, wir führen verschiedene Substituenten auf die Stellen, die wir zur Verfügung haben, um die Modifikation einzuschaffen. Zum Beispiel die sogenannte Peri-Position, so werden die genannt. Das sind die Positionen, was man hier markiert sehen. Das sind für uns die Positionen, die wir benutzen können, zum Beispiel die Löslichkeit, Aggregation oder Photostabilität von diesem Molekül einzuschaffen. Wenn wir diese Reihenfolge ein bisschen erweitern, hier haben wir gesehen bei der Perilen, das war der kleine Farbstoff, was ich gezeigt habe. Wenn wir das weiter eine zusätzliche Naphthalen-Einheit verknüpfen, dann kommen wir zum Terilen, der Quadrilen, die Reihe geht bis zum Oktarilen. Aber man sieht auch der allgemeine Trend. Also was passiert mit den Farben? Also das ändert sich von Orange, Gelb-Orange zu Blau und Grün. Dann die Absorption ändert sich, verschiebt sich pathochromisch mit ungefähr 100 Nanometer und die Extinktion oder wie hell ist dieser Farbstoff, ändert sich auch, also das steigt. Das ist eigentlich für uns eine sehr schöne Tendenz, mit dem wir die Eigenschaften von diesen Molekülen
steuern können. Eine weitere Beispiel, was wir als Chemie, also als Chemiker machen können, ist, wir können weitere Substituenten hier an diese Stelle einführen. Das ist etwas, was wir die Bay-Funktion nennen. Das ist die hier. Und hier können wir auch zusätzlich die optische Eigenschaften, Löslichkeit im Besonderen zum Beispiel, im Verbinden zu Wasserlöslichkeit steuern. Wie sehen die Spektren aus? Also die sehen ähnlich. Also das allgemein das Chromophore-Teil ändert sich nicht viel. Abhängig von der Lösungsmittel können die ein bisschen scharf oder unscharf aussehen, kann man das grob sagen. Ein Beispiel für Anwendungen, warum sind diese Rilin-Farbstoffe so wichtig für uns, sind die Farbstoffe in Verbindung zu den Photostabilität dieser Eigenschaften. Photostabilität ist sehr wichtig, besonders bei der biomedizinischen Anwendung, weil wenn es geht um die Bildgebung, dann ist es entscheidend, diese Photostabilität ist entscheidend, wie lange kann ich ein Objekt beobachten unter einem Fluoreszenzmikroskop. Und hier zeige ich Ihnen ein Beispiel mit einem Terrylen-Farbstoff. Also da hängen ein bisschen mehr funktionelle Gruppe drin, aber das ist dasselbe Chromophor in der Mitte. Und hier sieht man die Absorption und Emission im Wasser. Was passiert, wenn wir diese Farbstoff vergleichen mit einem käuflichen Farbstoff? In diesem Film hier, was man sieht, das ist eine kurze Darstellung von was passiert, wenn wir Zellen mit den Farbstoffen markieren und unter einem Mikroskop angucken. Was man sieht, oder eigentlich gar nicht sieht, weil das ist ganz schnell passiert, ist diese Bleichung. Das heißt, der Farbstoff verliert seine Eigenschaften. Der ist nicht mehr da, der ist nicht mehr sichtbar. Das wäre mit einem käuflichen Farbstoff. Wenn wir die Rilin-Farbstoffe in derselbe Experiment verwenden, dann sieht man, diese Helligkeit, das bleibt für sehr lange. Also wir haben in diesem Fall beobachtet, das geht bis zu eine halbe Stunde. Das ist natürlich sehr erfreulich für uns, weil das zeigt uns, die Farbstoffe haben ein Riesenpotenzial. Wenn wir wissenschaftlich an das Problem angehen, dann vergleichen wir nicht Filme, obwohl die sehr schön aussehen in die Vorträge. Aber wir vergleichen zum Beispiel verschiedene Eigenschaften, wie lange die sogenannte Überlebenszeit, wie lange können wir einen Farbstoff beobachten, der Anzahl von Photonen, also das sind verschiedene Sachen, dass wir uns angucken. Und die letzte Stelle, an der wir funktionalisieren können, das sind hier im Rot dargestellt. Und wie man sieht, das ist eigentlich, wir können an alle Stellen an diesem Molekül Grundgerüst Substituenten einführen. Und das ist für uns sehr, sehr wichtig, weil das erlaubt uns, das sehr schön einzustellen und abhängig davon von die Anwendungen, die wir schon vorhätten, können wir uns die verschiedene oder die nötige Farbstoff angucken. Die Frage ist, wie kann man außer dieser Verlängerung oder wie können wir die verschiedene Absorption steuern, sodass wir nahinfrarot absorbierende Farbstoffe herstellen können? Und das haben uns sehr lange beschäftigt und das ist ein Beispiel von unserer letzte Arbeit in die letzten paar Jahre. Also wir beschäftigen uns mit nahinfrarot absorbierende Rilin-Farbstoffe. Die sind sehr wichtig geworden. Die Frage ist häufig, warum? Also warum ist das so wichtig, dass man diese Nahinfrarot-Farbstoffe herstellt? Das kommt eigentlich von der Anwendung. Also wir kooperieren gerne und arbeiten sehr häufig mit Physikern, die neue Bildgebungsmethoden entwickeln oder Biologen, die sich eine bestimmte Protein angucken. Und da kommen die Anforderungen, die zu uns und auch entsprechend zu den Farbstoffen, die haben sich in die letzten 20 Jahre sehr, sehr stark geändert. Das heißt, die sind eine Liste von Anforderungen bekommen, die wir häufig zum Beispiel von unserem Kooperationspartner bekommen und dem wir müssen mit einem einziges Molekül dann erfüllen. Das ist für uns nicht einfach. Das sind viele Faktoren, die wir beobachten müssen. Es ist nicht nur leider Die schöne Farbe ist es bei uns immer da, sozusagen, in unseren Laboren. Aber wir müssen an viele Sachen beachten. Und ich zeige Ihnen ein Beispiel, wie kann man so einen Farbstoff herstellen. Also hier zeige ich ein bisschen ins Detail, wie man die Herstellung tatsächlich macht, dass Sie die Idee haben, was wir kochen. Das ist eine Substanz, die wir kaufen können. Das ist eine Pyrrolidin-D-Anhydrid.
Das ist keine teure Substanz und die werden wir mit einer bekannten Reaktion, das ist eine Namensreaktion, die Hunsticker-Reaktion, bearbeiten. Da führen wir selektiv von einer Seite zwei Bromsubstituenten an diese Periposition und das können wir im Großmaßstab herstellen. Da wird für, dann weiter funktionalisiert an die Stelle hier oben, an die Anhydridgruppe. So können wir verschiedene Substituenten vereinführen, zum Beispiel für die Anknüpfung an Proteine oder an weitere funktionelle Gruppe. Und zuletzt haben wir etwas gemacht, dass man diese Donorgruppe einführt. Das ist in diesem Fall eine Guanidinium-Anhalt. Und das hat man hier gleichzeitig an der 2-Brom angeknüpft. Was passiert da? Also wir verschieben sehr stark die Absorption und Emission von diese Farbstoffe in den Nahinfrarotbereich. Also der Perilen an sich war bei der 500 Nanometer, hier sind wir bei 720. Das ist sehr wichtig, besonders wenn man Richtung nachher zum Beispiel Tieranwendung geht, weil da suchen wir an Farbstoffe, die im Nahinfrarotbereich sind. Wir haben sehr lange untersucht, was können die Farbstoffe, wie sind die zytotoxisch. Also wir haben festgestellt, die sind nicht zytotoxisch. Man kann in diese höhere Fluoreszenzbildgebung oder die sogenannte Super-Resolution-Mikroskopie-Methode verwenden. Und da sind unsere neueste blaue Farbstoffe. Für uns ist blau sehr, sehr wichtig, genauso wie früher blau wichtig war. Also ich zeige hier zwei Beispiele von der von die alte Meister. Das ist eigentlich von Yves Klein, das ist nicht so alt. Das ist der perfekte Blau, nennt er dieses Bild auf die linke Seite. Da hat seine eigene Farbstoff hergestellt oder seine Pigmentmischung. Den nennt man das heutzutage Kleinblau. Und wir sind immer noch auf der Suche sozusagen nach unser perfektes Blau. Und also meine ehemalige Chef hat immer mich gefragt, nachdem ich immer tolle Ergebnisse gezeigt habe, so what und na und, also was ist das Zusammenfassung, also was führt uns das? Ich hoffe, ich könnte in dieser kurzen Zeit Sie ein bisschen begeistern über die Farbstoffe und was kann man mit Farbstoffen machen, besonders die Rilen-Farbstoffe, mit denen wir arbeiten. Ich bin zur Verfügung, falls Sie Fragen haben oder falls Sie auf einen späteren Zeitpunkt mehr über die Farbstoffe wissen möchten. Und am Endeffekt muss ich mich natürlich bedanken bei erstmal bei meiner Arbeitsgruppe, weil ich mache diese Arbeit nicht allein. Da sind auf dem Bild sehen Sie meine Arbeitsgruppe, die sich die Forschung leistet und unser Kooperationspartner, also viele von unserer Arbeit sind mit Kooperationspartner und wir freuen uns darüber und natürlich das Forschung ist es für uns sehr wichtig, dass es finanziell unterstützt ist von verschiedenen Einheiten, verschiedenen Institutionen, die uns finanziell unterstützen. Und zuletzt möchte ich mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken.